Hallo liebe YouTuber, heute möchte ich mich nochmal dem Thema widmen, was mache ich eigentlich, wenn ich ein abstraktes Bild malen möchte und weiß nicht, wie beginne ich, wie kann ich einfach experimentell anfangen und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie ihr aus anderen Videos kennt, kann man mit irgendeiner Technik anfangen. In diesem Video zeige ich euch, wie es möglich ist, zum Beispiel mit einer freien Linie anzufangen. Das ist eine Linie, die jetzt nicht eine Form beschreibt oder umschreibt und die auch keine gegenständliche Darstellung nachvollzieht, sondern eine Linie, die einfach aus dem Gefühl, aus der Hand rausfließt. Dazu könnt ihr euch gerne auch eine Musik auswählen, eure Lieblingsmusik oder irgendein anderes Stück, was gerade zu eurer Stimmung passt vielleicht, und euch von dieser Musik tragen lassen. Ihr könnt euch von irgendwelchen schönen Erinnerungen tragen lassen. Wichtig ist vielleicht, dass ihr, bevor ihr beginnt, einfach mal versucht, all das Alltägliche, die Gedanken, die so durch den Kopf gehen, das, was gemacht werden muss, die Pflichten und die Nöte, einfach mal bewusst loszulassen, sofern das möglich ist. Oder euch bewusst auf das Gefühl einlassen, was ihr gerade habt, und dieses Gefühl möglichst ohne Interpretation in die Hand fließen zu lassen. Das war jetzt viel, viel, viel an Wort und viel an Gedanken. Ich würde euch vorschlagen, beginnt einfach mal. Und zwar habe ich mir für die Linie, mit der ich beginnen will, einfach verschiedene Stifte und Kreiden ausgesucht. Ihr könnt das wirklich machen mit dem, was ihr zu Hause habt und nach Lust und Laune. Also es geht zum Beispiel mit Pastellkreiden, das sind hier diese etwas härteren Pastellkreiden. Oder aber einfach mit Buntstiften. Mit Bleistift, hier ist ein Bleistift, ein etwas dickerer Bleistift, mit Aquarellbuntstiften oder auch, was sehr schön ist, mit verschiedenen Kohlestäbchen, die jeweils unterschiedliche Abriebfestigkeit haben und unterschiedliche Dunkelheiten. Und ich lasse einfach die Hand machen, also ich diktiere jetzt gar nichts, die Hand macht das ganz von alleine und sucht sich den Weg über das Blatt, das ist diesmal ziemlich langsam. Entspricht wahrscheinlich jetzt gerade meiner Stimmung, keine Ahnung. Man kann natürlich, wenn ich jetzt eine andere Stimmung hätte, auch wild drauf umgestikulieren. Man kann kurze Linien machen. Man kann Kreise beschreiben. Wichtig ist, dass ihr wirklich das Gefühl habt, die Hand macht das und nicht ihr steuert das zu sehr. Es ist natürlich schwierig und so ganz kann man das nicht vermeiden, dass die Steuerung des Bewusstseins dabei ist. Aber versucht, diese Bewertungsinstanz mal auszuschalten. Ach, was du jetzt machst, ist blöd oder das ist total scheiße, was hier auf dem Papier ist. Und oh, das ist ja peinlich, du könntest dich damit blamieren oder all sowas. Das lasst ihr einfach mal außen vor. Also alles, was ihr macht, ist gut und ihr lasst einfach eure Hand wandern über das Papier und es entsteht irgendetwas. An irgendeinem Punkt könnt ihr sagen, ich unterbreche den Prozess jetzt mal, und das ist ja jetzt Kreide oder in diesem Fall Kohle. Das heißt, das ist nicht so fixiert auf dem Papier, und wenn ich weiter darauf arbeiten will, später abstrakt, dann müsste ich das erstmal fixieren. Das heißt, ich nehme mir also einen Binder, einen Acrylbinder, gebe davon ein bisschen auf einen Untergrund, auf einen Teller oder eine Palette. Dann brauche ich etwas Wasser und einen Flachpinsel, und damit, den werde ich etwas anfeuchten, mit dem Binder fixiere ich diese Linien. Also wenn ich über die Linie drüber gehe, dann verwischt die auch ein bisschen, was so schöne Grautöne ergibt. Nämlich nicht so viel Wasser.
An einigen Stellen verwische das auch sehr stark. Ich wische auch nicht zu häufig drüber, also nur so lange, bis ich den Grad der Verwischung erreicht habe, den ich brauche. Und damit fixiere ich jetzt erstmal die Striche auf dem Papier. Mit anderen Mitteln noch weiter drauf arbeiten. Ich habe ja mit Binder gearbeitet, das heißt, die Oberfläche ist jetzt recht wasserabweisend und glatt. Und es kann natürlich sein, wenn ich jetzt mit Buntstiften da weiter arbeite, dass die Oberfläche die Buntstifte gar nicht mehr richtig annimmt, weil sie nicht mehr saugfähig genug ist, nicht mehr rau genug. Das kann ich jetzt austesten. Falls das Schwierigkeiten macht bei euch, empfehle ich euch statt dem Binder als Fixativ ein Malgel zu nehmen, ein seidenmattes oder einen durchsichtigen Gesso, das ist auch möglich, und das damit zu fixieren, und dann könnt ihr auch ohne weiteres auf einer noch so versiegelten Oberfläche mit Buntstiften oder anderen trockenen Geräten, Malgeräten, Zeichengeräten arbeiten. Wichtig ist also, dass das fixiert ist, und wir probieren das jetzt mal einfach aus, ob das geht mit den Buntstiften. Und ich nehme mal einfach, ich gehe jetzt über die Linien weg, also ich muss jetzt gar nicht diese Lineatur nochmal wiederholen, sondern ich kann jetzt einfach ganz frei darüber arbeiten. Wie ihr seht, in diesem Fall klappt das noch, also der Binder isoliert das nicht so stark, dass es nicht angenommen wird. Mit dem Lila nehme ich eine andere Farbe, nehme mal das dunkle Grün, das ist gerade nicht gespitzt. Mal schauen, was wir sonst noch für eine Farbe haben. Da ist auch noch ein dunkles Grün. So, ein dunkles Grün. Ich kann den Stift auch so flach auflegen, und dann habe ich direkt wieder etwas breitere Striche. Ich kann Schraffuren machen, ich kann auch hier mal richtig so solche Linien machen. Also ich kann einfach voll Schnauze weiterarbeiten. Und ihr könnt mir da dazu gucken. Thank you.
Musik.